Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Heute machen wir weiter mit einer neuen Quest und zwar die von Syndra. Steht ja hier zwischen Moorland und Vorpinta und ich bin leider immer noch nicht kein Star Rider, aber ich werde es bald kaufen, sobald es ein neues Angebot gibt und ja, in der Hoffnung, dass ich bis dahin genug Geld auf der Karte habe, weil sonst muss ich noch weiter warten, aber solange wir hier was zu tun haben, ist es ja nicht so schlimm, also ja. Hallo, du bist sicher einer der Neuankömmlinge im Moorlandstall. Ich komme schon seit Jahren hierher. Wenn du also Fragen über die Gegend hast, frag mich einfach. Ich heiße übrigens Syndra. Schön, dich kennenzulernen. Ich komme schon seit vielen Jahren zur Reitlager des Moorlandstalls. Wenn sie hier einen Stempelkarte hätten, hätte ich sicher schon genug für ein kostenloses Pferd gesammelt. Haha, schön wär's. Keine Chance, dass Herr Moorland ein Pferd verschenkt. Ja, Pferde sind nicht billig. Also North Beauty, ach, schon gut. Ja, Pferde sind nicht billig, würde ich mal sagen. Ist schon okay. Ich habe genug angespart, um mir ein eigenes Pferd zu kaufen. Und außerdem hat Herr Moorland mir gesagt, dass es bald nichts mehr gibt, das er mir noch beibringen könnte. Trau dich, Syndra. Warte, Zeit, neue Wege zu gehen. Ich werde nie die beste Reiterin sein, die ich sein kann, wenn ich mich selber nicht fordere, richtig? Trau dich, Syndra. Was ist das? Danke, deswegen bin ich auf dem Weg in das exotische Vorpinta. Hast du schon von diesem Ort gehört? Es ist ein Paradies an der Küste mit viel Geschichte und jeder Menge Pferde. Es gibt da sogar eine Disco. Ich habe vor, mir das Pferd meiner Träume zu kaufen, wenn ich erst einmal dort bin. Das Problem ist nur, ich habe mich irgendwie verlaufen. Ich dachte, sie wäre schon lange hier. Das Problem ist, ich habe mich irgendwie verlaufen. Ich nehme dich mit, spring auf. Ich dachte, du kennst dich in dieser Gegend, in diesem Gebiet aus. Tue ich auch. Nur normalerweise lässt uns Herr Moorland ohne Begleitung nicht weiter als bis zum Haus des alten Jaspers. Aber du scheinst eine gute Reiterin zu sein. Vielleicht könntest du mich ja mitnehmen. Vielen, vielen Dank. Nächster Halt, Vorpinta. Ja, ja. Alles klar. Oh je. Ich komme gleich wieder. Ich muss eben die Aufnahme stoppen. Also es geht gleich weiter. So, sorry für die kleine Unterbrechung, aber mein Vater kam gerade rein, also hat mich gerufen. Und deswegen musste ich kurz weg. Vorpinta. Wow, sofort stehen bleiben. Ich habe die Musik nicht an. Ich fürchte, ich muss euch bitten, abzusteigen, um mich zu begleiten. Du hast gegen Paragraph 46b des Kodex des Reitverhaltens von Vorpinta verstoßen. Bin ich zu schnell geritten? Kodex des Reitverhaltens? Was ist das? Das Gesetz nicht zu kennen, ist keine Entschuldigung. Dann wollen wir mal sehen. Das macht 7000 Schillinge für das Zwei-Personen-Reiten in einer Ein-Personen-Reitzone. 3050 Schillinge für überholte Geschwindigkeit.
Oh Tia, das ist alles meine Schuld. Du bist doch nur hierher geritten, um mir zu helfen. Ich werde die Strafe zahlen. Aha. Das macht dann weitere 15.000 Schillinge Strafe für den Versuch, Strafzahlungen ohne Autorisierung abzutreten. Ja, genau. Oh je, ich werde tun, was ich kann, aber... Kein Aber. 4.000 Schillinge für das Sagen von Aber. Was? Alter. Leg dich nicht mit mir an. Ich merke es gleich, wenn ich es mit echten Unruhestiftern zu tun habe. Du wirst dich sofort dem Tourismusminister vorstellen. Er weiß, wie man mit Störenfrieden wie euch umgeht. Oh Mann. Ja, James. Toll. Oh Mann, das macht so viel Geld. Zum Glück muss ich das nicht zahlen. Oh, Jemine. Hallo. Hä? Ah, jetzt geht's. Der Tourismusminister, er steht vor dir. Das bin ich, James Cloudmill. Also, was bringt dich zum Tourismusminister? Ich bin ein vielbeschäftiger Mann. Ob du ein Mann bist, ist noch nicht klar. Diese Gesetzesbrecher haben gegen zahlreiche Regeln und Gesetze von Frau Pinter verstoßen. Ist das so? Bist du nicht etwas zu jung, um Minister für irgendwas zu sein? Das steht mir nicht zu. Das stimmt, das tut es nicht. Du Amateur. Kumpel ist das. Ich hab das im Griff. Geh du und sieh nach der Disco oder so. Es tut mir leid, Minister. Natürlich, Minister. Also lass mich raten. Unser Hauptmann... Waterloo? Hier hat dich irgendeiner albernen Straftat beschuldigt? Puh, also stecken wir nicht in Schwierigkeiten. Das ist jetzt ein Trick, oder? Falsch. Ihr steckt tiefer drin, als ihr ahnt. Warte, gib nicht hier die Schuld. Ich zahle die Strafe. Nach dem, was der Wachmann sagte, schulde ich dir 29.500 Schillinge. Er hat euch die... Was? Ich kann's echt nicht lesen, oh mein Gott. Bäuerurkundungsgebühr erlassen? Sagen wir also glatte 50.000. Hey... seht mich nicht so an. Der Bürgermeister macht die Regeln. Ich bin nur ein einfacher Beamter, der geschworen hat, für ihre Einhaltung zu sorgen. Nein, ich hatte gehofft, mir ein Pferd von meinen Ersparnisse kaufen zu können, aber ihr mögt also Pferde, ja? Dann habe ich genau den richtigen Job für euch. In einer Viertelstunde legt ein Boot voller Touristen an und alle meine Leihpferde sind noch auf der Weide. Wenn die Pferde nicht bereit sind, bis diese Touristen auftauchen, ist ihr Urlaub ruiniert. Das wäre ja schade. Wie können wir helfen? Ihr beide werdet für mich holen. Du darfst sogar eines reiten, Sindra. Hurra! Ich lasse meine Pferde gerne in der Nähe von Ferdinands Pferdemarkt weiden. Okay, streng genommen sind sie in Ferdinands Pferdemarkt. Glaubt mir, ich habe da etwas mit ihm ausgemacht. Meine Pferde sind gut für sein Geschäft. Deswegen hat er sie gerne dort. Holt einfach die Pferde und falls Ferdinand oder Eddie irgendetwas sagen, sagt ihnen, James hätte euch geschickt. Alles verstanden? Pferde abholen? Für diesen Job wurde ich geboren.
holt einfach die Pferde und falls Ferdinand, okay, sehe ich auch so, okay, aber irgendwas dran gefällt mir nicht. Bring mir die Pferde sofort hierher zurück und vielleicht rede ich dann mit dem Bürgermeister darüber, eure Strafe zu verringern. Oh Mann, ey. Dieser James. Tja, wir reiten immer noch in einer Einreiterpersonenzone, was auch immer. Aber egal, das scheint ihn nicht zu interessieren. 50.000 Schillinge. Alter, ich könnte nicht mal die Hälfte davon zahlen. Also, bitte. Unser Maximum ist ja eh schon von 10.000, also. Oh ja. Aber mal gucken jetzt. Wir rasen einfach mal durch Ferdinands Pferdemarkt. Das wird er eh nicht bemerken. Sicher nicht. Natürlich nicht. Und da wären wir. So. Hier sind wir richtig. Aber ihr Lieben, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hatte heute irgendwie einen Knoten in der Zunge, aber tut mir leid, niemand ist perfekt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich sehr, sehr freuen und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss! Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the water.